Okay, dann starten wir mal. Oder warten wir vielleicht, bis alle noch einen Platz gefunden haben und dann... Ja, herzlich willkommen zum Vortrag, der doch mit einem recht provokanten Titel loslegt, schlank und intelligent. Manage Linux Desktops auf Basis von freier Software. Was geht da, was geht da nicht, was sind die Motivationen? Vielleicht zum Start möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Fried Schröder, ich bin Geschäftsführer der Gonicus GmbH. Gonicus, Unternehmen spezialisiert auf, ich will es mal so nennen, ungewöhnliche Problemstellungen im Umfeld freier Software. Das heißt, wir kommen eben dann ins Spiel, wenn es um Themen geht wie beispielsweise Linux-Server in Flugzeugen oder bei den ganz unmöglichen Missionen Linux auf dem Desktop in Verwaltung. Das haben wir denn auch recht erfolgreich am Beispiel der Landeshauptstadt München schon mal gestartet. Die Gonicus hat ihren Hauptsitz in Arnsberg, das ist bei Dortmund, nicht weit weg, und verfügt über Niederlassungen einmal hier in der Nähe, in Bonn, und in München, naturgemäß natürlich aufgrund des etwas größeren Projektes an der Stelle. Und zu dem Projekt München wird es hier auch im Vortrag immer mal wieder ein paar Querreferenzen geben. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin Geschäftsführer, das heißt, wie das so häufig ist mit Geschäftsführern, technisch sind die nicht ganz so bewandert, wie die Kollegen, die wirklich die Arbeit machen. Entsprechend habe ich vorsichtshalber, weil mir ja doch klar ist, dass das Auditorium sicherlich ein paar technische Fragen hat, einen Kollegen mitgebracht, der sitzt hier vorne, das ist der Jan Wenzel. Der wird nachher sicherlich auch noch ein paar Informationen, wenn es um das Technische geht und ums Vorführen geht, geben können. Das ist auch gut so, weil er ist nämlich Mitentwickler von GOSA und kann deswegen sicherlich ein paar entsprechend fundierte Informationen auch dazu geben. Der Chefentwickler aus unserem Hause ist leider im Urlaub, aber ich denke, der Jan wird den sehr gut vertreten können an der Stelle. Gut. Wir sind ein unabhängiger Dienstleister. Das heißt, wir setzen nicht von vornherein beispielsweise auf eine spezifische Distribution. Wir sagen, wir setzen beim Kunden jeweils das ein, was da Sinn macht. Das gilt eben auch für entsprechende Desktop-Lösungen. Wir sehen uns selber so ein bisschen als Unternehmen der dritten Generation von Businessmodellen im Umfeld von freier und Open Source Software, was das heißt. Es gab mal Ende der 90er so eine erste beeindruckende Welle von Unternehmen, die sich um das Thema Linux, ich sag mal, stark gemacht haben, in diesem Bereich sehr aktiv waren. Die sind dann im Rahmen der entsprechenden Dotcom-Blasen vielleicht auch wieder verschwunden. Danach gab es dann eine Phase, die sehr produktgetrieben war. Das heißt, es gab insbesondere Distributionshersteller und Unternehmen, die sehr viel Boxed-Produkte erstellt haben, Lösungen, die entsprechend in der Verpackung getan wurden und verkauft worden sind. Teilweise mit entsprechenden Maintenance-Modellen und was auch immer, was da dranhängt. Und wir haben mal festgestellt, dass zunehmend, gerade insbesondere in Deutschland, das ist sehr auffällig, das gilt insbesondere hier, die Unternehmen, die Menschen, die Anwender sehr sensibel sind, wenn es um den Einsatz freier Software geht und eigentlich lieber keine Boxed-Produkte kaufen wollen, sondern eigentlich Lösungen für konkrete Herausforderungen, die in ihrem Umfeld da sind. Und genau in die Richtung haben wir uns entwickelt. Das heißt, wir passen letztendlich, wir bieten keine Produkte von der Stange, sondern wir passen bestehende freie Software nach den konkreten Bedürfnissen innerhalb von Projekten an. Entsprechend versuchen wir eben die Optimierungspotenziale, die da sind auf Basis freier Software, mit unseren Kunden gemeinsam auszunutzen. Wir sind so eine Art Desktop-Pionier. Ich selbst habe die erste Desktop-Migration auf Linux-Basis im Jahr 97 begonnen. Das war ein Unternehmen, was seinerzeit auf Basis von SYN-Clients auf KDE1-Oberfläche gewechselt ist, migriert ist. Und nur um mal einen Eindruck davon zu kriegen, was für, ich sag mal, Einsparungspotenziale drin sind und ich sag mal, was wir für Möglichkeiten an der Hand haben, Desktops zu bauen, die einfach nur dafür sorgen, dass die Leute ihre Arbeit erledigen können. Diese Umgebung ist erstmals, was den Desktop angeht, abgedatet worden im Jahre 2001. Das heißt, bis dahin konnte man wunderbar mit KDE1 klarkommen, an diesen Sachbearbeiter-Arbeitsplätzen, das funktioniert schon sehr gut.
Wenn man sich da anschaut, was da in der Zwischenzeit für unterschiedliche Windows-Generationen gelaufen sind, mit der entsprechenden Hardware, mit den entsprechenden Hardware-Upgrades, dann ist das schon immens, was da einfach eingespart werden konnte. Kurz zum Namen, Gronikus, klingt ein bisschen seltsam, woher kommt das? Ein Kollege hat gesagt, Mensch, Linux hat sehr viel mit dem Pinguin zu tun, hat er recht. Und er hat sich gesagt, wenn schon Pinguin, dann Königspinguin. Der zoologische Name des Königspinguins ist Aptenodytes patagonicus. Und da haben wir einfach mal hinten was weggeklaut. Und so sind wir letztendlich zum Namen Gronikus gekommen, den ja jetzt alle auch mehr oder weniger hier mit sich rumtragen. Das ist ja auch sehr schön. Damit tun wir was für die Verbreitung und für die Hege und Pflege des Pinguins an der Stelle. Gut, ich möchte heute ein bisschen was erzählen zu dem Thema schlanke Desktops, intelligente Desktops, die Motivation, warum macht man sich überhaupt Gedanken zu dem Thema, was sind die Anforderungen, die entstehen, wenn man sich Gedanken zu dem Thema macht, welche möglichen Ansätze gibt es und dann einfach ein paar Beispiele aufzeigen und da kommen wir dann eben auch in das Thema Demonstration und da wird mir der Kollege sicherlich behilflich sein. Kommen wir zur Motivation. IT-Betrieb ist teuer. Das gilt mal so, das ist einfach so. Das heißt, wenn Sie sich anschauen, was kostet ein IT-Arbeitsplatz in einem Unternehmen im Durchschnitt, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Studien, aber man bewegt sich sicherlich bei einem Bildschirmarbeitsplatz in Kostenregionen, die größer 5.000 Euro sind aufs Jahr gerechnet. Alles in allem, wenn man alles mit einrechnet. Das ist schon eine stolze Summe. Und das Erstaunliche ist, dass tatsächlich 2/3 der Kosten, die mit einem entsprechenden IT-Arbeitsplatz verbunden sind, im Betrieb entstehen. Nicht dadurch, dass ich einen Rechner kaufe, nicht dadurch, dass ich Software kaufe, sondern dadurch, dass ich so ein System betreiben muss. Betreiben heißt, ich muss Updates einspielen, ich muss Support leisten, ich muss vor Ort gehen zum Client, ich muss diesen Client anfassen, gegebenenfalls konfigurieren und entsprechend supporten. Und das verursacht eigentlich die meisten Kosten, die mit einem entsprechenden IT-Arbeitsplatz verbunden sind. Green IT. Auch das ist ein Schlagwort, was Sie immer wieder finden im Moment, wenn Sie letztendlich in die Computerfachpresse schauen. Das heißt, man hat plötzlich mal damit begonnen, sich Gedanken zu machen, was bedeutet es denn für die Umwelt, wenn ich entsprechende, ja, ich sag mal, große Workstations betreibe, wenn ich entsprechende Serverfarmen betreibe. Und da ist es natürlich auch interessant, was bedeutet es, was verursacht beispielsweise mein Arbeitsplatz im Unternehmen letztendlich für Stromkosten, für CO2-Ausstoß, auch das wird alles mittlerweile ja mit einberechnet. Das heißt, auch da möchte man sich Gedanken machen, wie kann ich das minimieren, wie bekomme ich das kleiner. Sicherheit und Kontrolle ist in immer mehr Unternehmen ein ganz wichtiges Thema. Der eine oder andere weiß das sicherlich, wenn es um IT-Sicherheit geht, ist es tatsächlich so, dass die meisten Angriffe, gerade in großen Unternehmen, eigentlich von innen kommen und gar nicht unbedingt von außen. Das sind keine gewollten Angriffe, sondern es ist zum Teil einfach so, dass aufgrund einfach der laschen Restriktionen, die ich habe mit Selbstadministration von Rechnern in vielen Unternehmen, einfach Tür und Tor öffne für entsprechende Schadsoftware, für entsprechende Möglichkeiten, eben die Kontrolle über den Client zu verlieren und für die Installation entsprechender Software. Konsolidierung und Virtualisierung, auch Schlagwörter, Buzzwords, die im Moment in aller Munde sind. Das heißt, man versucht letztendlich, IT wieder zu verkleinern, zusammenzuführen, letztendlich natürlich auch aus Kostengründen, da geht es letztendlich immer drum. Das heißt, ich versuche das Ganze ein bisschen mehr in den Griff zu kriegen. Was für Anforderungen entstehen aus diesen genannten Motivationen? Erste Anforderung generell, ich will niedrige Kosten haben. Das heißt, mein IT-Arbeitsplatz soll möglichst wenig kosten. Kosten ist das dominierende Thema. Gehen Sie in ein Unternehmen, sprechen Sie mit einem Controller, sprechen Sie mit einem Geschäftsführer. Klar, er will die Kosten senken. Ganz einfach, um das Ganze zu optimieren. Möglichst wenig muss eben auch die IT kosten. Unabhängigkeit ist eine Anforderung, die beispielsweise gerade im Zusammenhang mit der öffentlichen Hand, Beispiel Stadt München, immer wieder aufgekommen ist. Ich möchte mich unabhängig machen von einzelnen Softwareherstellern, von einzelnen Herstellerunternehmen. Ich möchte einfach in der Lage sein, selber zu entscheiden über meine IT. Gibt es eine lustige Anekdote, der eine oder andere weiß, dass Microsoft sich insbesondere im Rahmen der Stadt München Geschichte, als man entscheiden sollte und wollte, gehe ich Richtung neue Windows-Version oder gehe ich Richtung Linux, da hat
von Steve Ballmer bis Bill Gates haben sich alle bemüht, das Ganze entsprechend ein bisschen in Richtung Windows zu drängen. Es gibt ja die schöne Geschichte, die hat mir der Christian Ude, der Oberbürgermeister von München, mal erzählt. Er ist auf dem Weg gewesen zur Einweihung eines Zukunftshauses, gemeinsam mit Microsoft, gemeinsam mit Bill Gates im Auto unterwegs gewesen. Und man hat darüber diskutiert, warum bleibt die Stadt München denn nicht bei Windows, sondern warum macht man sich andere Gedanken? Und der Christian Ude hat versucht, dem lieben Herrn Gates klarzumachen, dass es ihm um Unabhängigkeit geht. To be independent, hat er gesagt. Und Bill Gates hat gefragt, you want to be independent from whom? Und daraufhin hat Christian Ude gesagt, from you. Und damit war die Fahrt gelaufen. Also nach eigener Aussage ist nicht mehr gesprochen worden den Rest der Fahrt. Und man hat dann noch dieses Zukunftshaus eingeweiht und das war's. Aber darum geht's. Ich möchte nicht von einzelnen Unternehmen oder von einzelnen Konzernen abhängig sein, sondern ich möchte die Möglichkeit haben, flexibel zu entscheiden, was mache ich mit wem. Skalierbar muss eine moderne IT-Umgebung sein. Klar, es kann immer mal vorkommen, dass ich akuten Bedarf habe an mehr Arbeitsplätzen oder an weniger Arbeitsplätzen. Da muss ich mich darauf anpassen können. Das heißt, ich muss in der Lage sein, meine Desktop-Systeme schnell zu erweitern oder eben im Zweifelsfall auch wegzunehmen. Wobei das Wegnehmen ist ja das kleinere Problem. Häufiger ist es schwieriger, entsprechend mehr IT-Systeme zu betreiben. Sicherheit, keine Frage, habe ich schon was zu gesagt. Flexibilität. Ich muss auch da in der Lage sein, auf neue Anforderungen aus Fachabteilungen möglichst schnell reagieren zu können und das entsprechend kostengünstig. Aber vor allem Funktionalität, das steht über allem. Klar, ich muss jetzt endlich arbeiten können. Ich muss die Aufgaben, die ich in einem Unternehmen oder in der Behörde erledigen muss, die muss ich auf Basis eines solchen Desktops erledigen können. Und darum geht es letztendlich unterm Strich. Und da kann man, da kann man eben auf die tollsten Ideen kommen, was man denn nicht alles für Gründe findet, für Unabhängigkeit, für Sicherheit und für Flexibilität. Unterm Strich zählt doch nur eins, ich muss arbeiten können. Das heißt, Funktionalität ist ganz klar die Hauptanforderung, um die es gehen muss und gehen wird. Ja, auch das gehört sicherlich dazu. Das könnte man natürlich unter dem Aspekt Sicherheit vielleicht mit unterbringen. Aber Sie haben recht, das könnte man ergänzen, das könnte man natürlich als weiteren Punkt auf die Folie aufnehmen. Der funktioniert auch nicht wirklich. Okay. Nur es ist eigentlich schon im kommerziellen Umfeld eher die Regel, dass so ein System mindestens 5 Jahre läuft, wenn nicht sogar noch etwas länger, wenn es die Hardware halt mitmacht. Aber das ist schon eine sehr große Anforderung. Das tut es ja de facto nicht. Wenn ich mir anschaue, wenn ich migriere vom XP auf den Vista beispielsweise mit entsprechend neuen Hardwareanforderungen, wie will ich das denn abdecken? Okay. In dem Umfeld halt. Also klar. Also das ist ja einer der entscheidenden Unterschiede und das ist sicherlich einer der Faktoren. Das Interessante ist, letztendlich kann ich aus Sicht eines Controllers in einem Unternehmen sowieso alles subsumieren unter dem Punkt niedrige Kosten. Da zählt Verfügbarkeit, dadurch werden die Kosten niedrig, weil letztendlich schreiben sie einen entsprechenden Arbeitsplatz ja über die Nutzungsdauer ab. Das heißt also, letztendlich ist das auch ein Kostenthema. Klar. Okay, ich sehe gerade, das funktioniert eigentlich sehr gut, dann mache ich das zur offiziellen Spielregel, fragen Sie zwischendurch, wenn Sie Fragen haben, dann ist am Ende, wird es vielleicht ein bisschen länger werden insgesamt, aber das wird sich dann nicht so am Ende zusammenballen. Insofern also gerne Fragen her. Ansätze. Um diese Anforderungen zu erfüllen, um dieser Motivation letztendlich gerecht zu werden. Ganz plakativ, was muss nach oben, was müssen wir letztendlich steigern und erhöhen? Zentralisierung. Ganz heißes Thema, wie gesagt, aktuell immer so, man will virtualisieren, man will das Ganze skalierbar halten. Das heißt, Zentralisierung ist immer ein Thema, um letztendlich Kontrolle zu haben, um letztendlich Investitionen besser einzusetzen, das ist das nicht in die Fläche, beispielsweise indem man Tausende von Workstations updatet, sondern indem man eben zentral an einer Stelle vielleicht Updates vorführt. Zentralisierung, ganz klar ein Trend, ein Ansatz, mit dem man das ganze Thema verfolgt. Automatisierung, das heißt natürlich, man wird kaum noch größere Unternehmen finden,
in denen beispielsweise eine Softwareinstallation nicht in irgendeiner Form automatisiert wird. Das heißt, je weniger Eingriff erforderlich ist, umso weniger Kosten sind letztendlich mit der Installation eines Rechnersystems verbunden. Je vollautomatischer so eine Installation oder ein Softwareverteilen funktioniert, umso einfacher. Anpassung. Sie werden staunen, wie viele Unternehmen mittlerweile doch mal festgestellt haben, dass beispielsweise der Sachbearbeiter aus der Buchhaltung beispielsweise von einem Office-Paket bestenfalls die Tabellenkalkulation braucht und vielleicht eine Textverarbeitung, aber der muss keine Präsentationen erstellen. Das heißt, Ziel ist es auch immer mehr, den Arbeitsplatz an die konkreten, ich sag mal, Bedürfnisse, Funktionsanforderungen am einzelnen Job festzumachen und letztendlich das System dahingehend anzupassen, dass mir die Funktionalität an einem Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird, die ich dort brauche. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, weil natürlich jedes mehr an Funktionalität auch mehr an Administration bedeutet, versuche ich das eben genau konkret an den einzelnen Arbeitsplatz anzupassen. Sicherheit muss nach oben, klar, weil mit jedem Security Breach, mit jedem kompromittierten System habe ich zusätzlichen Aufwand. Dadurch will ich letztendlich erreichen, dass die Kosten nach unten gehen, von der gesamten IT, vom Betrieb der IT. Die Komplexität versuche ich zu verringern, weil je weniger Komplexität, umso weniger muss ich letztendlich auch kämpfen mit den Systemen, umso weniger muss ich kontrollieren. Auch das wirkt sich entsprechend positiv aus. Dadurch bekomme ich die Anfälligkeit nach unten und das Risiko für die gesamte IT-Umgebung natürlich auch. Ich kann es also senken. Das heißt letztendlich gegenläufig Zentralisierung, automatisieren, anpassen, Sicherheit erhöhen. Dadurch senke ich Kosten, Komplexität, Anfälligkeit und das Risiko für meine IT-Landschaft. Freie Software bietet von Hause aus eigentlich beste Voraussetzungen zum Desktop-Management. Es gibt verschiedenste Software, das sind jetzt hier eigentlich nur einige Beispiele, die gar nicht zwangsläufig dafür herhalten müssen und schon gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Aber es gibt sowas. Das, wo man im Bereich der proprietären Software sehr, sehr viel Geld ausgeben muss, um Systeme zu kontrollieren, um Systeme zu installieren, zu deployen, das gibt es als Bordmittel im Umfeld von Linux und freier Software. Das heißt, Verzeichnisdienste, Werkzeuge zum Management von Verzeichnisdiensten, Terminal-Server-Lösungen, auch automatische Installationslösungen wie FAI etc. sind verfügbar. Das heißt, wenn man diese Werkzeuge sinnvoll kombiniert und sinnvoll bündelt, sind schlanke und intelligente Clients ohne Probleme möglich. Schlank kann dabei heißen, angepasste Funktionalität, es kann aber auch so weit gehen, dass man sagt, ich möchte in meinem Client wahrscheinlich gar keine Festplatte mehr, ich möchte die runter zusammenstreichen quasi auf ein Minimum, damit wirklich nur die Funktionalität geboten wird. Es kann aber auch heißen, dass ich einfach Systeme habe, die schon eine Festplatte und alles, was dazu gehört, haben, aber ich kann die so gut kontrollieren, dass sie eben schlank sind in Bezug auf Management. Intelligent heißt in diesem Zusammenhang, sie bieten alle Funktionalität, die ich brauche, an meinem Arbeitsplatz, um meinen Job zu erfüllen. Und solche Clients sind ohne Probleme auf Basis von freier Software heute möglich. Die Zielrichtung, auf die ich jetzt hier konkret eingehen möchte, ist eben, normale Arbeitsplatzsysteme in einem Unternehmen, die eine vergleichbare Basis haben. Und das ist häufig so. Wieder das Beispiel München herangezogen. Dort ist es so, dass eben tatsächlich identifiziert werden konnte, dass es eine Basisfunktionalität gibt, die sozusagen an jedem Desktop-Arbeitsplatz benötigt wird. Darüber hinaus gibt es einen Satz von zusätzlichen Funktionen, die vielleicht referatsspezifisch sind oder abteilungsspezifisch sind. Aber es ist eben ein normales Arbeitsplatzsystem, was ich adressieren kann, was einen vergleichbaren Umfang an Funktionalität letztendlich bieten muss und hat. Dort, wenn ich so eine Arbeitsumgebung habe, sind die Optimierungsmöglichkeiten am besten eigentlich auf Basis von freier Software gegeben, weil im Zusammenhang mit entsprechend zentralen Diensten kann ich dann sehr effektiv eine zentral gemanagte Umgebung aufbauen, auf Basis der Werkzeuge, die da sind, mit der einen Restriktion. Und das ist eben auch immer so im Linux-Client. Ich muss die Verfügbarkeit der Fachapplikationen gewährt haben.
Klar, leider ist es aktuell immer noch so, dass eben bestimmte Applikationen mir nicht zur Verfügung stehen in der Linux-Welt. Dort muss ich letztendlich Alternativen finden. Aber daran kann letztendlich sich auch entscheiden, ob es Sinn macht, entsprechende Managed Linux Desktops einzuführen anstelle von Windows-Arbeitsplätzen. Weil wenn das nämlich nicht in einem ökonomisch sinnvollen Rahmen machbar ist, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, dann macht es hier an dem Punkt keinen Sinn, eine solche Migration durchzuziehen. Weil, das haben wir gerade eben auch gesagt, Hauptanforderung, es muss funktionieren. Wenn ich das nicht sicherstellen kann, wenn ich also meine Arbeit nicht tun kann an so einem Arbeitsplatz, dann muss ich auch so ehrlich sein und sagen, okay, dann geht es an dieser Stelle nicht. Dann muss ich dort andere Lösungen finden. Aber tatsächlich kann ich entsprechende Managed Linux Desktops einführen und die sind im Einsatz an unterschiedlichsten Stellen, in unterschiedlichsten Unternehmen, in unterschiedlichsten Behörden. Ja? Letzteres. Das heißt, natürlich gibt es auch Strategien, die in entsprechenden Mischumgebungen sinnvoll sind, aber ich muss mir immer letztendlich die individuelle Situation im Vorfeld angucken und muss bewerten, ist es wirtschaftlich sinnvoll, einen solchen Schritt zu gehen oder ist es das nicht? Und das kann ich eigentlich sehr gut überschlagen, indem ich mir anschaue, okay, was kann ich einsparen durch entsprechende Linux-Desktops mit zentraler Administration, durch Managed Linux-Desktops? Und was habe ich eventuell an Mehrkosten, die ich habe, indem ich die Windows-Fachapplikationen durch Terminal-Server-Lösungen oder ähnliche Dinge auch auf diesen Linux-Desktop zu bringen? Ich halte jetzt diesen Kostenansatz in dem Fall für schwierig als nachvollziehbar, weil Sie ja dann über Funktionalitäten sprechen. Wenn Sie eine andere Funktionalität benötigen in Ihrem Umfeld, dann sollten ja oder werden die Kosten in dem Sinne, in dem Rahmen gar keine Rolle mehr spielen. Also Sie brauchen ja etwas, was Sie mit Ihrer Lösung nicht anbieten können. Nee, dann kann ich eventuell überlegen, dass ich die Lösung gar nicht anwende. Darum geht's. Es geht ja um die Gesamtlösung. Es geht ja um eine Gesamtfunktionalität. Also ich habe Sie so verstanden, dass Sie Ihren Desktop in einer Situation nicht vollständig auf allen Arbeitsplätzen einsetzen können, weil eine funktionale Anforderung es erforderlich macht, dass Sie eine andere Plattform nehmen. Jein? Jein? Nee, das ist nicht ganz richtig. Da haben Sie, Entschuldigung, habe ich mich vielleicht nicht deutlich ausgedrückt. Es ist möglich, natürlich auch auf einen Linux-Desktop Windows-Applikationen zu transferieren. Man muss entsprechende technische Möglichkeiten ausschöpfen, das geht aber. Das heißt nur, das ist mit mehr Kosten verbunden. Und in dem Moment muss ich eben sagen, macht das Sinn? Das heißt, da kann ich tatsächlich dann einfach die Kosten miteinander vergleichen und kann sagen, okay, macht der Schritt Sinn oder ist es dann für mich vielleicht sogar sinnvoller, in der Windows-Welt zu bleiben? Natürlich sind dann, wenn ich jetzt rein die Kostenseite betrachte, natürlich die strategischen Überlegungen noch nicht berücksichtigt. Das heißt, will ich denn auch da bleiben oder gibt es eventuell strategische Überlegungen, die sagen, ich möchte aber weg aus der Windows-Welt in so einer Situation, weil ich sage, ich möchte unabhängig bleiben, ich möchte sicherstellen, dass ich meine Dokumente weiterlesen kann, auch noch in 10 Jahren. Da kann es natürlich Sinn machen, dass man damit gewisse Kostennachteile aufwiegen kann. Aber man muss das natürlich ganz objektiv miteinander vergleichen und betrachten. Also ich gehe nicht hin in ein Unternehmen und sage, ich komme hier an und für euch ist jetzt der Managed Linux Desktop die Allheilslösung. Das werde ich nie tun, sondern ich werde immer sagen, ich schaue mir individuell die Situation an und sage, okay, hier macht eine Migration unter den und den und den Rahmenbedingungen Sinn und hier macht sie eventuell keinen Sinn. Korrekt. Das muss natürlich berücksichtigt werden, aber ich weiß nicht, haben Sie Vista schon mal gesehen? Also da kann ich 10 Jahre auf Windows XP gearbeitet haben und ich werde trotzdem die Mitarbeiter umschulen müssen. Natürlich spielt das eine Rolle und natürlich muss man auch Schulungskosten berücksichtigen. Aber ich bin absolut kein Fan davon, was immer wieder ein Argument gebracht wird, ja, wenn ich auf Linux umstelle, dann müssen alle was neu lernen und wenn ich auf Windows bleibe, dann muss keiner was lernen. Sind wir doch mal ehrlich, wer hat denn überhaupt richtig gelernt, umzugehen mit seinem Word und seinem Excel? Wer arbeitet damit denn effektiv? Das Wort neu in dem Satz war eigentlich falsch. Also tatsächlich ist es so, und das ist das Interessante, wenn wir Linux-Migrationen gemacht haben, ist es häufig so gewesen, beispielsweise auch Migration Richtung OpenOffice, dass die Leute extrem dankbar waren,
Die haben nämlich gar nicht Open Office geschult gekriegt zum Teil, sondern die haben Grundlagen, wie setze ich eine Textverarbeitung ein und wie setze ich eine Tabellenkalkulation ein, geschult bekommen. Und da waren die sogar sehr dankbar für und haben gesagt, Mensch, dann kann ich viele Sachen jetzt deutlich effektiver machen. Tatsächlich habe ich auf dem Wege sogar noch Produktivitätsgewinne am Arbeitsplatz, weil die einfach effektiver plötzlich umgehen können mit den Werkzeugen. Weil tatsächlich kenne ich kaum ein Unternehmen, was auf Word und Excel schulen würde, weil man setzt voraus, das können die Leute doch. Die Leute behaupten ja auch, sie würden es können. Ja, aber man sieht ja dann, was dabei rauskommt. Was ist eine Vorlage, ist das eine. Und das rächt sich immer dann übrigens auch tatsächlich, wenn man dann die Migration macht, beispielsweise Richtung Open Office, wenn man dann nämlich zum Teil sieht, was da wirklich verbrochen wurde. Und das ist leider dann wirklich nicht konform, auch mit Word nicht und mit Excel nicht. Und man staubt manchmal, was da noch zu öffnen ist. Wir haben ein sehr schönes Beispiel gehabt. Und zwar haben wir ein Migrationsprojekt gemacht im Bundesministerium der Justiz in Berlin, ein Pilotprojekt. Und das Bundesministerium der Justiz hat tatsächlich zu tun gehabt, sehr viel mit entsprechenden EU-Stellen, die Dokumentenvorlagen produziert haben, vermeintlich für Word. Was man da gesehen hat, das hat einem wirklich die Zehennägel hochklappen lassen. Das war eine absolute Katastrophe. Das ging auch schon von einer Word-Version zur nächsten nicht mehr, weil man angefangen hat und hat außerhalb des druckbaren Bereichs Dinge definiert und so weiter und so fort. Es gab Riesenprobleme, das Ganze auf Open Office umzustellen. Als es dann aber passiert ist und man entsprechende Erleichterungen plötzlich mit Vorlagen entsprechend gearbeitet hat, war das ein Riesenvorteil für den einzelnen Mitarbeiter. Ja, auch da können natürlich entsprechende Dinge passieren. Naja, das ist so eine Sache. Es gibt eigentlich offizielle Regeln für den entsprechenden Dokumentenaustausch unter Behörden, soweit ich informiert bin. Und da hier einige Behördenvertreter sind, kann man mich da sicherlich korrigieren oder bestätigen. Aber danach hat man überhaupt keine Word-Dokumente auszutauschen zwischen Behörden, wenn es um layoutgerechte Darstellung geht, sondern dann ist eigentlich vorgegeben, dass man entsprechend layout-konforme Dokumentenformate verwendet. Also beispielsweise PDF oder ähnliche Dinge. Natürlich, wenn man entsprechend Dokumente weiterverarbeiten muss, sieht das anders aus. Aber in diesem Fall ist das gar nicht so. Sondern es geht einfach darum, dass es Faulheit ist. Dass man einfach sagt, okay, ich schicke das so weg, weil jetzt ist fertig. Ich mache da kein PDF mehr raus. Mit den entsprechenden Effekten. Nur, wenn man jetzt antritt und sagt, das will ich generell ausschalten, hat man sowieso verloren. Weil man wird ja kaum jeden einzelnen Mitarbeiter an jedem Arbeitsplatz überzeugen können, dass er jetzt anders agiert und handelt. Allerdings ist das tatsächlich beim Migrationsprojekt überhaupt die größte Herausforderung und die interessanteste Aufgabe. Es geht nicht darum, technische Fragen zu lösen. Sondern es geht darum, den Prozess der Umstellung und das Gewinnen der Mitarbeiter auf die Reihe zu bekommen. Das heißt, man muss sich überlegen, wie kann ich die Mitarbeiter dazu kriegen, dass sie mit so einem System arbeiten wollen, dass sie die Vorteile sehen. Und es gibt erstaunliche Effekte, wenn man eben mal, ich sag mal, so ein paar Key-User gewinnen kann für so ein Thema, dann wird man staunen, wie intensiv die plötzlich auch so ein neues System vertreten können. Aber das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, nicht die technische. Gut, Beispiel Landeshauptstadt München. Was wir dort haben, ist ein einheitlicher Basis-Client, das heißt, der eine Basisfunktionalität zur Verfügung stellt für alle mehr als 10.000 Desktops der Landeshauptstadt München. Es ist definiert worden, dass es für alle Referate ein Basis-Client gibt mit einer spezifischen Funktionalität. Dieser Basis-Client wird zentral bereitgestellt, das heißt von einer zentralen IT-Instanz, was in München schon eine sehr erstaunliche Geschichte ist, weil wir reden nach wie vor bei der Landeshauptstadt München von 15 Referaten und 17 Stellen, die für IT zuständig sind, bei Landeshauptstadt München. 17 unterschiedliche Stellen, die IT-Verantwortung haben. Das ist schon sehr beeindruckend und Sie können sich etwa vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist, wenn man da plötzlich mit einem zentralen, bereitgestellten Basis-Client in die Ecke kommt. Aber auch da muss man eben Lösungen finden und auch da muss man die Leute entsprechend einbinden. Der wird zentral bereitgestellt und er wird, und das ist ganz wichtig, automatisiert verteilt. Das heißt, Software-Updates, die Software selber werden automatisiert auf diese Clients verteilt. Es gibt eine durchgängige Administration bis zur Applikation mit einheitlichen Werkzeugen. Ich kann vorgeben, welche Applikation bei welchem Benutzer auf welchem Desktop erscheint. Ich kann entsprechende Gruppen definieren. Ich kann es definieren bis runter, an welchem Arbeitsplatz und bei welchem Benutzer darf welches USB-Device aktiviert werden oder eben ausgeschaltet werden. Man wollte damit verhindern, dass zum Beispiel Mass-Storage-Devices via USB-Stecker angesteckt werden und auf die Art und Weise Sicherheitsrichtlinien umgangen werden.
Das heißt, hier ist unmittelbar direkt in den entsprechenden Hot-Plug-Prozess mit integriert worden, dass man dort unterbinden kann, dass bestimmte Geräte an bestimmten Arbeitsstationen eingebunden werden. Wir haben ein Bare-Metal-Deployment, das heißt, wenn ich so einen Rechner ins Netz bringe und der ist PXE-bootfähig, kann der so, wie er ist, vollautomatisiert installiert werden vom Anfang bis zum Ende und das alles auf Basis von freier Software. Weshalb ist das eigentlich so interessant in diesem Zusammenhang? Das ist alles auf Basis von GOSA 2 und FAI gemacht. Warum ist das so interessant? Jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Eigentlich gab es ein Projekt, dass man Softwareverteilungswerkzeuge, und zwar proprietäre, ausschreibt im Rahmen des Migrationsprozesses. Das heißt, man wollte entsprechende Softwareverteilungswerkzeuge haben, mit der man doch, dass man kaufen kann und mit der man entsprechend die Systeme alle installieren kann. Leider ist dann klar geworden im Laufe der Installation, der eine oder andere weiß es, der Basis-Client basiert auf Debian. Und es gab tatsächlich doch keine von diesen proprietären Softwareverteilungen, die zu dem Zeitpunkt des Projektes damit hätte umgehen können. Das heißt, da ist aus der Not eine Tugend geworden und man hat tatsächlich gesagt, okay, dann nutzen wir, das ist eine wichtige Information, dann nutzen wir doch tatsächlich freie Software, weil mit der geht das ja, und bauen auf Basis eben von der freien Software GOSA 2 und FAI eine entsprechende Softwareverteilung auf. Und das ist letztendlich dann auch erfolgt in München. Was ist GOSA? GOSA ist ein webbasiertes, und jetzt wird's lustig, System Config Identity Management. Das alles zusammen, weil letztendlich macht GOSA Folgendes, es verwaltet Informationen im Verzeichnisdienst und in entsprechenden Datenbanken und kann alle Dienste, die in irgendeiner Form gegen entsprechende Datenbanken oder Verzeichnisdienste authentifizieren oder dort Konfigurationsinformationen rauslesen, letztendlich auch administrieren, sofern entsprechende Module vorliegen. Es ist modular aufgebaut. Das heißt, es gibt eine Reihe von Modulen, die verschiedenste Dienste administrieren. Das geht eben auf dem Level Systeme, Server, Clients, Konfigurationen, beispielsweise, was installiere ich auf dem Rechner, sehen wir gleich noch, bis zum Identity Management, also Benutzermanagement. Es gibt dazu noch ein großer SI, ist ein Support-Infrastrukturdienst, der es mir ermöglicht, eben auch sehr gezielt mit Event-Handling den einzelnen Client noch zu steuern und zu kontrollieren. Es ist mittlerweile seit 2002 im produktiven Einsatz. Es gibt eben einige Referenzen. Es gibt einerseits die EDF, ist, glaube ich, ein französischer Energieversorger, in dem es sehr groß im Einsatz ist. Es gibt die Landeshauptstadt München, wo es im Einsatz sind. Es gibt aber auch viele andere Behörden und Unternehmen. Beispiel ist der Deutsche Bundestag. Da haben wir das dann mal gesehen, als wir mal zu Besuch waren. Das ist natürlich Vor- und Nachteil, Segen- und Fluchfreier Software. Man kriegt gar nicht immer mit, wo die überall eingesetzt wird. Wir haben das Projekt mal initiiert vor einigen Jahren und haben dann festgestellt, dass es zum Beispiel im Deutschen Bundestag eingesetzt wird, als wir da sozusagen mal zu Besuch waren. Es wird aber auch beispielsweise beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz eingesetzt, wenn ich mich nicht irre, Herr Trulis. Ja, wird es. Und an vielen anderen Behörden und auch Unternehmen, beispielsweise eine große russische Bank setzt es ein. Es wird eingesetzt selbst vom Axel Springer Verlag, was wir jetzt auch mal zufällig erfahren haben, auch wenn es noch nicht in der Bild-Zeitung stand. Also es hat sich sehr verbreitet. Es ist letztendlich tatsächlich 2002 von uns als freies Softwareprojekt in die Welt gesetzt worden und hat seitdem stetig an Verbreitung gewonnen. Es war für uns letztendlich auch so ein Versuch zu gucken, funktioniert das? Ich habe einen Geschäftsführerkollegen, der eher für den kaufmännischen Bereich zuständig ist und der hat mich für verrückt erklärt, als ich gesagt habe, nein, wir gehen das konkret konsequent den Weg und sagen, wir machen das freie Software. Und er meinte, meinst du wirklich, damit könnte man doch wahrscheinlich auch Geld verdienen? Ich habe gesagt, sicher. Aber vielleicht funktioniert es einfach auf diese Art und Weise noch wesentlich besser und man kann vielleicht trotzdem Business damit machen und Geld verdienen. Jedes Mal, wenn er den Vortrag gehört hat, den Sie gerade haben, den Redeanteil haben. So, beinahe. Nein, also es geht schon. Ich komme schon ganz gut mit ihm klar, so ist nicht. Nein, tatsächlich ist es so, es hat uns recht gegeben. Es ist mittlerweile übersetzt, ich glaube, in 7 oder 8 Sprachen, darunter solche Sprachen wie Chinesisch, Russisch, Englisch, Spanisch etc. versteht sich fast von selber. Es sind Entwickler aus vielen, vielen Ländern, die sich beteiligen daran. Es gibt sehr viele Feature-Requests immer wieder, was noch alles managebar sein könnte und sollte. Und es entwickelt sich, es hat sich wirklich entwickelt zu einer Software, in der auch immer wieder von anderen Entwicklern aus anderen Ländern neue Module hinzukommen.
und neue Module integriert werden und wo sehr viele Projekte mitgemacht wird, was uns einfach sehr, sehr freut und was uns irgendwie recht gibt, dass man so eine Software auch mal in die Freiheit entlassen muss vielleicht. Zur FAI kann ich selber jetzt gar nicht so viel sagen, Fully Automatic Installation. Man kann dort über Klassen verschiedenste Aspekte von zu installierenden Systemen definieren. Und letztendlich komme ich darüber zu einem Installationsrezept für einen einzelnen Client. Es ist vielfach im Einsatz, Beispiele sind eben Albert Einstein Institut, Stanford University etc. pp. Aber an der Stelle vielleicht dann einfach auch der Schritt, wie sieht es zusammen aus? Durch die Kombination von letztendlich zwei freien Softwareprojekten, nämlich GOSA und FAI, bin ich in der Lage, noch ein paar mehr Komfort reinzubringen letztendlich in die Installation. Das fängt an, dass ich zeitgesteuert deployen kann. Das ist sehr interessant für große Installationen. Ich kann beispielsweise sagen, Mensch, wenn ich jetzt hier 200 Rechner auf einmal zu installieren habe, mach das bitte in der Nacht. Als Beispiel. Der eigentliche Administrationsprozess von den Clients und auch von der Installation ist eben entsprechend grafisch abstrahiert. Das heißt, ursprünglich ist das Ganze übrigens mal entstanden, das GOSA, weil wir auch Migrationsprojekte gemacht haben. Und das waren Migrationsprojekte, wo wir mit Windows-Administratoren zu tun hatten. Es gab damals in erster Linie dann Konsolentools zum Modifizieren von LDAP-Einträgen. Und da wollten die nicht dran, auf gut Deutsch gesagt. Klar, wenn man das nicht kennt, man kennt nur entsprechende Klickoberflächen, dann kann man eben nicht plötzlich mit dem LDAP-Modify, mit dem LDAP-Search und Slapcat und ähnlichen Sachen arbeiten. Und daraus ist die Idee entstanden, Mensch, dann bilden wir doch diese Dinge, die wir jetzt schon seit langem im Verzeichnisdienst ablegen, den eigentlichen Administrationsprozess auch so ab in einem Frontend, in einem Webfrontend. Das heißt, das Webfrontend orientiert sich eher nicht an den einzelnen LDAP-Attributen beispielsweise, wie es ansonsten schon mal LDAP-Administrationstools tun, sondern es orientiert sich an den Administrationsprozessen. Was muss ich tun, wenn ich einen Benutzer einrichten will? Klar, weiß ich, ich muss im LDAP verschiedenste Attribute beschreiben, aber das will ich vielleicht gar nicht sehen als Administrator. Ich will die Informationen eingeben zum Benutzer und bitte alles andere soll im Hintergrund passieren und das passiert dann entsprechend. Ich kann es eben auf Bare Metal deployen. Ich habe Accounts, Gruppen, Systeme, Applikationen, Serverdienste, sehen wir gleich alles. Und ich habe damit letztendlich die Verwaltung und Kontrolle über eine entsprechende Client-Landschaft. Und an der Stelle würde ich dann auch tatsächlich einfach mal ins GOSA wechseln. Was wir hier sehen, fangen wir nochmal vorne an. Ist ein bisschen tief hier, das ist also... Das ist also tatsächlich jetzt der Übersichtsscreen von einem, wie soll ich sagen, full-blown GOSA. Das heißt, ich habe jederzeit die Möglichkeit, über entsprechende XML-Konfigurationsdateien die Module herauszukonfigurieren, die ich vielleicht in meiner Umgebung nicht brauche. Also, wenn ich keinen Samba-Server habe, dann muss ich auch keinen Samba migrieren, administrieren an der Stelle. Das heißt, wenn ich keine Astros-Telefonanlage habe, dann muss ich keine Telefonmakros oder Telefonkonferenzen verwalten. Das heißt, ich kann die Oberfläche dann auch so zusammenkürzen, dass wirklich nur das gezeigt wird, was ich in konkret meiner Anwendungssituation brauche. Ja, wir können einfach mal vielleicht reingehen, indem wir mal uns so einen Benutzer anschauen. Das ist eben jetzt tatsächlich die Benutzerverwaltung mit einer Warnung, sehr schön. Nicht nur mit einer Warnung, mit vielen Warnungen. Was wir jetzt also sehen, ist tatsächlich einfach eine klassische, erstmal die Verwaltung der Benutzer. Das Ganze ist, wie man dann hier oben sieht, in entsprechende Tabs eingeteilt, die für die verschiedenen, ja ich sag mal, Rollen, mit denen ein Benutzer konfrontiert ist, er ist vielleicht ein Unix-Benutzer, er ist vielleicht ein Mail-Benutzer, er hat vielleicht ein Telefon, die damit letztendlich verbunden sind. Das heißt, das erste Tab ist für allgemeine Informationen zu einem Benutzer und ich kann dann sehr spezifische Unix-Informationen hinterlegen und kann mich so entsprechend durchhangeln. Auch hier gilt, wenn ich bestimmte Features nicht brauche und ich habe in meiner Umgebung, dann wird dieses Tab gar nicht erscheinen. Dann kann ich es so konfigurieren, dass das Tab gar nicht da ist und die entsprechende Umgebung ein bisschen weiter minimiert ist. Das heißt, hier sehen wir das zum Beispiel, das sind entsprechende Unix-Informationen, Basisverzeichnis, Home-Verzeichnis, welche Shell, zu welchen Gruppen gehört er primär. Dort sind die Gruppenmitgliedschaften aufgelistet.
Ob es jetzt hier Telefon ist, wird wahrscheinlich nicht hinterlegt sein, genau. Das ist eigentlich letztendlich das Thema Benutzer. Ich kann hingehen und kann auch beispielsweise Anwendungen definieren. Das ist interessant eben gerade beim Managed Desktop. Das heißt, wenn ich festlegen will, welche Anwendungen erscheinen beispielsweise bei einem Benutzer auf dem Desktop, habe ich hier die Möglichkeit, Anwendungen zu hinterlegen. Jetzt fragt man natürlich, wie kommen dann diese Informationen später auf mein Desktop-System? Das ist relativ einfach. Das läuft über sogenannte Agentenskripte. Das heißt, bei so einem Managed Desktop sind im Bootvorgang oder im Anmeldevorgang werden Skripte ausgeführt, ganz normale Shell-Skripte. Deswegen ist es sehr flexibel, damit zu arbeiten, die im Verzeichnisdienst nachgucken können. Dafür stellen wir einige Funktionen zur Verfügung. Die im Verzeichnisdienst nachgucken können nach diesen entsprechenden Attributen, ist für ihn zum Beispiel eine Anwendung definiert und parsen dann die Einstellungen, die aus dem Verzeichnisdienst kommen, und parsen dann die Konfigurationsdatei und modifizieren sie entsprechend des Skriptes, was hier hinterlegt sein kann. Mit, hier kann ich hinterlegen, welche Symbole da sind, ich kann Optionen hinterlegen. Hier sehen wir als Beispiel, dass ich einen Proxy zum Beispiel voreinstellen kann. In dem Fall würde die Firefox-Konfiguration geparst und angepasst, entsprechend auf diesen Proxy. Da wir in einem Verzeichnisdienst unterwegs sind, ist es natürlich auch strikt hierarchisch aufgebaut. Ich kann beispielsweise eine Anwendung generell erstmal so definieren. Ich kann sagen, Proxy-Grundeinstellung ist jene. Und wenn ich eine Anwendung dann einer einzelnen Gruppe, einer Abteilung zuweise, dann kann ich diese entsprechenden Sachen nochmal überschreiben. Das versetzt mich beispielsweise in die Lage, wenn ich eine verteilte Infrastruktur habe mit verschiedenen Standorten zum Beispiel, dass ich dann wiederum je Gruppe, der ich so eine Applikation zuordne, dann entsprechend auch unterschiedliche Proxys beispielsweise einstellen kann. Wobei ich mir diese Variablen hier beliebig definieren kann, indem ich einfach Optionen hinzufüge. Und die muss ich dann einfach nur wieder im Skript aufgreifen und im Skript ersetzen und entsprechend die Konfigurationsdatei parsen. Aber eigentlich sind wir ja letztendlich hier, und die Zeit wird ja auch schon langsam knapp, um das Thema FAI uns anzuschauen, die Integration zum Installieren von Clients. Und an der Stelle würde ich dann gerne, Jan, an dich verweisen, damit du diesbezüglich vielleicht noch ein paar Sachen vorführen kannst. Ja, ich sehe an, du hast gerade die File-Software-Verteilung gesucht im Menü. Genau. Ja, das gab es mal vorher. Mittlerweile heißt es Software-Deployment. Wo ist das denn? Da es auch Pläne gibt, entsprechend andere Betriebssysteme zu verteilen. Es ist so, dass dieses Software-Deployment, um eine Langlebigkeit der Systeme zu gewährleisten, distributionsspezifisch konfiguriert werden kann. Man kann so eigene Releases definieren mit unterschiedlichen Versionsständen. Wir haben jetzt hier ein Standardsystem mit Release Edge, basiert auf der gleichnamigen Debian-Distribution. Wenn wir jetzt das ausgewählt haben, das Release, sehen wir diesen klassenbasierten Ansatz von FAI. Wir haben verschiedene Arten von Klassen. Das können eben Profile sein, das ist quasi der Container für alles andere. Partitionstabellen, um Festplatten partitionieren zu können bei der Installation. Dazu noch Skripte, die aufgerufen werden können zu bestimmten Zeiten, sowie Hooks, wo ja, es sowas ähnliches, wo man eventuell noch Benutzereingaben abfangen kann. Variablen, so ähnlich wie gerade bei der Anwendungskonfiguration, wo wir einfach frei definieren können, welche Variablen welche Werte bekommen sollen, die aber auch teilweise dann aus den Skripten wieder gesetzt werden können, wo wir einfach später nochmal darauf zugreifen können während der Installation, wenn wir entsprechende benutzerspezifische Skripts uns schreiben, die während des Installationsvorgangs aufgerufen werden. Dazu dann noch Vorlagen, also Dateien, die wir ins Dateisystem legen, beispielsweise die LDAP-Konfiguration, die man ja schon von vornherein kennt, die wird einfach nur reinkopiert, da muss nichts mehr drüber laufen. Und zum Schluss noch die Paketliste. Es ist so, dass diese Klassen der Übersicht halber hier gleich benannt werden. Wir haben also jetzt hier den Depot-Server und den Go-to-Client. Der Go-to-Client ist jetzt in dem Fall der installierte Client, also der Arbeitsplatz, den wir nachher haben wollen. Da geht man in der Regel eigentlich los. Das Wichtigste zunächst die Paketliste. Die halt die Pakete sammelt, die natürlich zu diesem Client gehören. Die jetzt geöffnet wird, genau. Das sind also die ganz normalen Debian-Pakete. Dazu kann man sich entweder einen lokalen Mirror irgendwo hinstellen
oder wie wir das jetzt gemacht haben, ein eigenes Debian-Repository. Da liegen ganz normal die Pakete drin, wie man die kennt von Debian. Und dazu gibt es auch die Möglichkeit, die debconf-Optionen fortzusetzen. Debconf kennt man von Debian-Paketen. Während der Installation wird man halt gefragt, bestimmte Fragen, die zur Konfiguration des Pakets erforderlich sind, die können wir hier bereits im LDAP hinterlegen und die werden während der Installation dann ausgewertet, und sodass man also eben alles völlig automatisiert machen kann. In diesem Fall eben für Ad-User diese Option mit den systemlesbaren Home-Verzeichnissen. Wenn man dann also danach diese Paketliste voll hat, und das muss man gleich sagen, wenn man jetzt ein Paket hinzufügen möchte, werden automatisch natürlich die Abhängigkeiten mit installiert und mit in die Paketliste aufgenommen. Würde man dann als nächstes beispielsweise eine Partitionstabelle definieren für so einen Client. Und es ist natürlich so, dass wir im Zuge einer IT-Erweiterung verschiedene Rechnertypen dazu bekommen, die auch dann unterschiedlich große Festplatten haben und mehrere, eine Festplatte. Um das alles zu reflektieren, kann man die relativ dynamisch bestimmen, hier die Partitionstabellen. Wir haben also jetzt hier eine Festplatte konfiguriert mit zwei Partitionen. Wir könnten aber jetzt auch die zweite hinzufügen und hat die ganz normalen Optionen, die haben als Linux-Kenner eigentlich sofort ins Auge fallen. Partitionen hier, Typ, Dateisystem, Größe, die kann natürlich auch dynamisch angepasst werden. In dem Fall ist es hier eine feste Größe oder wir können auch hier einen Bereich definieren. Das heißt, wenn jetzt die Festplatte beispielsweise nur 30 GB groß wäre, dann würde auch nur diese Partition entsprechend die Größe bekommen während der Installation. Im Grunde ist das keine Spielerei, keine Zauberei, also was ganz normal ist. Man würde dann nachher diese Partitionstabelle auch wie die Paketliste in Profil packen. Dazu gibt es dann eben noch die verschiedenen Skripte. Die kriegen eine Priorität, wie man das von Runlevel kennt, beziehungsweise von den Init-Skripten, die halt numerisch nacheinander abgearbeitet werden. Beispielsweise hier Konfiguration des GoSize-E-Clients. Die kann man also entweder hier direkt im Web bearbeiten, die Skripte, oder Dateien hochladen. Also das Problem bei der Sache ist natürlich, dadurch, dass wir nicht nur Neuinstallationen haben von File-Rechnern, sondern auch Updates, wo diese Skripte auch nochmal aufgerufen werden müssen, müssen diese Skripte also idempotent sein. Das heißt, nach mehrmaligem Aufrufen muss immer noch das gleiche Ergebnis rauskommen, was das Ganze etwas komplizierter macht als einfache Skripte, wenn man die sonst kennt. Noch dazu werden die change-routed aufgerufen. Aber in diesem Fall ist es einfach so, dass hier beispielsweise eine Server-IP gesetzt wird. Ist auf den ersten Blick jetzt, ja, Fragen? Nee, wie also gesagt, Sie können auch, also auch einfach hier hochladen und. Wenn ich jetzt gerade neue User anlegen müsste, könnte ich das dann auch skriptgesteuert auf der Ebene von machen. Ja. Würde das im Nachhinein dann. Meinen Sie jetzt also für Benutzer oder meinen Sie jetzt für Skripte? Ist ja egal. Also egal, was ich machen möchte, in dem System. Wenn ich es halt für eine gewisse Anzahl machen muss, ist irgendwann nicht mehr. Das ist korrekt. Ja. Für Benutzer ist das überhaupt kein Problem. Wie es bei Systemen aussieht, was tun wir gerade dafür? Ja, das ist im Moment in der Entwicklung. Das nennt sich Mass Deployment. Ich weiß nicht, ist es hier unten schon drauf? Wahrscheinlich nicht. Eventuell hier. Ja, genau. Hier kann ich jetzt eine Semikolon-separierte Liste von Vorgängen importieren. Die könnte ich mir also als Skript ersteuert erzeugen. Das sind einfach nur die ganzen Aktionen, die durchgeführt werden, einfach zeilenweise durchnummeriert, durchgeschrieben, und da kann man im Grunde alle, jegliche Aktionen, die von Gosa auch über das Frontend erforderlich verfügbar sind, über ein Skript automatisiert laufen lassen. Ach so. Das heißt ein LDAP abgespeichert. Genau, richtig. Das heißt, ich kann einfach alles dasselbe direkt in LDAP reinspeichern. Okay. Auch das, ja. Auch das könnte man machen. Ich würde mich noch einiger Möglichkeiten vertrauen. Also tatsächlich ist es ganz klar so, dass ich natürlich hinlegen möchte und wir möchten die Möglichkeit haben, dass man skripten kann, sonst wären wir dazu, kann man das einfach zu gut, wenn man sich im Umfeld bewegt. Allerdings kann ich die Sachen direkt in LDAP reinschreiben, nur dann würde ich tatsächlich auch gar keinen Gosa brauchen. Dann könnte ich mir an der Stelle sparen und könnte sagen, dann kann ich zum Beispiel FAI direkt konfigurieren und FAI liest die Sachen direkt aus dem LDAP, was natürlich auch geht.
Problem an der Sache allerdings auch, noch zu der Frage direkt passend. Es ist so, dass GoSA am Anfang einfach nur ein LDAP Frontend war. Also beispielsweise ein dummer Editor, wie man jetzt zum Beispiel LDAP hier einnehmen würde, als GoSA-Äquivalent, war früher tatsächlich so. Es gab vielleicht ein paar Abfragen, ob irgendwelche Einträge, die man jetzt vorgenommen hat, in den LDAP passen, ins Schema passen. Ich meine, das würde ja sowieso dann vom LDAP-Server zurückgewiesen werden, aber im Zuge der Entwicklung und dieser Lösung, die wir angeboten haben mit GoSA, gab es halt immer wieder Anpassungen an bestimmte Umgebungen von Benutzern und Kunden, also in Form von weiteren Modulen oder in Form von weiteren Abfragen, die halt dazu geführt haben, dass die Logik innerhalb von GoSA immer weiter angewachsen ist und es nicht mehr dieser Editor war, den man früher hatte. Deswegen haben wir eben diesen Infrastrukturdienst entwickelt, der vorhin kurz in der Präsentation erwähnt wurde. Das ist ein Perl Daemon, der läuft sowohl auf Seiten des Servers als auch auf Seiten des Clients. Die beiden können sich über eine verschlüsselte Verbindung untereinander unterhalten. Und das ist eben das, was hier dieser Verteilungsstatus repräsentiert. Wir haben im Hintergrund neben dem LDAP noch eine Datenbank, in diesem Fall eine MySQL-Datenbank, wo die einzelnen Jobs drinstehen, die dann zeitgesteuert ausgeführt werden können. Und das ist eben nichts mehr, was im LDAP gespeichert wird, sondern über das GoSA direkt, über die Direktverbindung zu diesem GoSA-SE-Server, der ist auch in der GoSA-Conf hinterlegt, in die Datenbank reingeschrieben werden und im LDAP höchstens noch als Ergebnis sichtbar sind. Okay, ja. Sehe ich gerade, die Zeit wird ein bisschen knapp, deswegen an der Stelle, das Ganze ist auch verfügbar. Vorne, wir haben einen kleinen Stand oder Tisch und da werden wir gleich auch noch sein. Das heißt, wir stehen für entsprechende Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. Genau. Mhm. Nicht nur für Fragen, vielleicht sei auch noch gesagt, dass wir natürlich aktuell dabei sind, weiter zu wachsen. Das heißt also, wenn jemand Interesse hat, vielleicht für ein Unternehmen wie Digonicus zu arbeiten, auch da ist man herzlich willkommen. Am Stand ist auch eine Kollegin, die dazu entsprechend alle Fragen beantworten kann. Ansonsten, bis wir das absolute Timeout kriegen, würde ich sagen, stehen wir auch noch für Fragen hier zur Verfügung. Ja. Ansonsten möchte ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Jetzt gerade am Beispiel auch von München. Ich kann mir sehr gut vorstellen, man kann einen Basis-Client definieren, der für viele Arbeitsplätze auch gut ist. Und genauso gut, sagen wir mal, der von verschiedenen Behörden, von der vom Standesamt bis zu Einwohnerwelle gut verwendbar ist. Gleichzeitig kann ich mir aber sehr gut vorstellen, dass es auf ganz vielen Arbeitsplätzen, zum Beispiel im Controlling oder so, zusätzliche Anforderungen gibt. Zum Beispiel macht das nicht ein Statistikpaket, braucht sonst keiner. Dem Referat ist es freigestellt, auf die Basis des Basis-Clients zusätzliche Pakete zu installieren. Allerdings sind sie dann für diese Pakete auch selber verantwortlich. Das heißt, der Basis-Client, also das zentrale, also der kleinste gemeinsame Nenner, möchte ich es mal nennen, von aller Abteilung, der wird zentral gepflegt, geupdatet, qualitätsgesichert etc. Und darauf aufsetzen kann jedes Referat oder meinetwegen auch bürospezifisch können noch Erweiterungen hinzukommen, wenn man das will. Dafür ist dann allerdings wieder eine von den 17 IT-Stellen selber verantwortlich. Sonst noch Fragen? Wenn es Erweiterungen gibt. Also es ist so, dass das GoSA mittlerweile in den ersten Referaten auch deployed ist, das heißt, es wird da eingesetzt. Allerdings steht nach wie vor die Aussage, es ist eine Übergangslösung. Man möchte ja nochmal eine richtige Software kaufen. Der liegt frei, das ist ja. Das zieht nicht mehr. Das hat Sun nochmal sehr hervorragend mit Star-Office gemacht. Ich weiß nicht, ob die alle so erfolgreich sind. Keine Ahnung, also ich kann mir das nicht vorstellen. Den gibt es auf jeden Fall heute noch und nach wie vor Star-Office kaufen und auch Support bei Sun kaufen dafür. Die Firma MySQL macht übrigens ja auch nichts. Ja. Also, das soll ich nicht aussagen, aber die hat das auch schon vorher gemacht. Nee, ist richtig. Aber nee, irgendwie ist uns diese Idee nicht gekommen, oder sagen wir gekommen vielleicht schon, aber wir haben es verbrochen. Also, nee, da würde ich mich auch irgendwie nicht so wohl dafür. Keine Ahnung, wie ich das auch. Bitte? Wenn München das unbedingt so haben. Nee, also da geht es auch nicht drum, sondern man will, dann will man haben ein Enterprise-Produkt wahrscheinlich. Das ist ja sowieso was, wo man immer mehr konfrontiert ist, wenn man freie Software macht. Man kommt in ein großes Unternehmen, große Behörden und dann heißt es immer, ist das Enterprise?
Also, das ist halt eine schwierige Situation. Können wir nochmal drüber reden. Ich meine, wir kennen auch immer wieder Webseiten, die Open Office an Leute verkaufen, ein 2-Jahres-Abo für 96 Euro pro Jahr. Tatsächlich? Ja, ja, die Bedarfe sind viele Leute, die kriegen da drauf und machen das dann. Das ist beeindruckend. Man könnte also jetzt das einfach hernehmen, gründen eine zweite Firma, geht da hinter Preis drauf und verkauft einfach nochmal und ruft, dass da keiner merkt. Ich mal gucken, vielleicht geht das auch nicht so. Wahrscheinlich die vierte Generation von Software. Ja, genau. Ich habe noch eine Frage, und zwar zu dem Thema Skalierbarkeit auf andere Institutionen. Das habt ihr jetzt gesagt, zwar ihr macht halt viel auf einer anderen Institution oder sonst irgendwie, nur das Produkt ist ja eigentlich schon sehr wichtig. Das ist jetzt eigentlich, glaube ich, Teil von denen, ich habe länger Zeit auf dem Main-Spiel oder sowas. Also, ja. Und FAI ist ja auch ein sehr Debian-lastiges Projekt. Jetzt ist die Frage, gibt es da Ansätze, ja, dass das zum Beispiel auf APM-Architektur portiert wird? Also nicht nur das, das ist es. Und zwar das Problem ist folgendes, es ist aus Projekten entstanden. Und in diesen Projekten ist Debian eingesetzt worden. Und deswegen ist es auf Debian entwickelt worden, mit Debian weiterentwickelt worden. Aber tatsächlich ist es so, dass RPMs unterstützt werden, über kurz oder lang, und das ist in der Frage. Und es wird eine Schnittstelle geben zu auch einer Windows-Software-Verteilung. Aber die ist dann auch bei Kega? Nein. Und das ist dieses Opsi oder so? Nur Windows-Software oder Windows selber? Windows. Windows. Ja. Ist ja ausgedrückt. Ja. Sie haben geschrieben, dass das Ganze sehr stark über einzelne Projekte entstanden ist und gewachsen ist. Inwiefern steckt ja hinter der ganzen Software so ein gewisser Architekturgedanke, dass man sagt, dass die ganze Geschichte zusammenarbeitet, dass man eben halt da LDAP-Schema da verwendet, was woanders verwendet werden, dass man da eine wirkliche Konfigurationsmanagement-Lösung dann hat, also wo man eben diese Geschichten mit Intercontainers betreiben, so ein bisschen erleichtert bekommt und die. Also tatsächlich ist es so, dass es eine Basisarchitektur gibt, die sehr recht durchdacht ist, weil das Ganze so modular aufgebaut ist, dass du eben entsprechend auch Dritthersteller-Software integrieren kann und Drittmodule integrieren kann. Es ist so, dass es soweit irgendwie möglich ist, Architektur auf die ganz normalen Standards von den jeweiligen Softwareprodukten, die es gibt, da gesetzt wird. Es gibt allerdings auch ein paar LDAP-Schema-Erweiterungen, aber auch die sind offiziell, das heißt, es gibt offizielle OIDs dafür. Entsprechende Schemaerweiterungen, die große Anforderungen braucht, um ein paar Informationen abzulegen. Aber es gibt immer wieder, Sie sehen, das ist jetzt dieses große Quadrat, es gab auch mal irgendwann ein großer 1. Und es hat dann immer, hat dann nach einer Weile sehr drastisch Schnitt gegeben und es hat ein komplettes Redesign und entsprechende Architekturmaßnahmen gegeben. Das heißt, es basiert schon definitiv und da. Wenn der Vollmer da war, könnte das sicherlich eine sehr intensive Diskussion darüber führen, das besitzt eine entsprechende Architektur und Strukturierung. Ja. Ich kann nochmal ganz kurz darauf einzugehen, wie ist das überhaupt mit Upgradability? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Core wechsle, also ich meine innerhalb von einem Release, wo es an 2, wird es wahrscheinlich möglich sein, dass wenn vielleicht auch Leute, die das im Einsatz haben, vielleicht jemand beschreiben können, wie es dann ist, weil man will ja auch von neuen Features profitieren, vielleicht Bugfixes, Sicherheitslücken, die auch an so einem Produkt entstehen können. Wie handhabt ihr sowas? Gibt es da dann, gibt es ein Upgrade-Pfad zum Beispiel von Gasting von Größe 1 auf Größe 2? Oder sind wir eben auch? Also ganz im Ernst, Asche auf unser Haupt. Von Größe 1 auf Größe 2, da war vieles Handarbeit. Und das ist was, was aber mittlerweile eben wesentlich mehr mit bedacht wird, sodass es da entsprechende beispielsweise im Setup entsprechende Routinen gibt, die überprüfen, was in welchen Versionen wie vorliegt und vorliegen müsste. Das heißt, das wird mittlerweile unterstützt, aber es war in der Vergangenheit nicht immer so. Definitiv, man lernt immer auch dazu. Also okay. Wenn ich beim Server-Konfigurationsänderungen veranlasse, meinetwegen den Webproxy ändert, dann verstehe ich das doch so, dass im Prinzip irgendwann der Server sich mit den Agenten unterhält oder die beim Server anklingeln, dass dann rüber kopiert wird und dann ja, letztendlich beim nächsten neuen Start von Firefox oder so, dass das aktiv wird. Das sind also keine interaktiven. Es gibt eine Möglichkeit, das wurde jetzt vor kurzem eingebaut, weil es auch in der Stadt München erforderlich war. Wenn es jetzt ein Thema Updates gibt, das kann man in entsprechende Notifikation auf dem Desktop des Benutzers anzuzeigen. Ich weiß,
aber. Möglich sicherlich, wenn es das noch nicht. Aber das ist, glaube ich, eher eine Frage von OpenOffice. Also generell ist die Frage, ist es gewünscht oder gewollt? Ja. Das ist ja vermutlich auch die Frage, um die es geht. Ich glaube nicht, weil wir wollen nicht hingehen und bestehende freie Softwareprojekte umstrecken. Das ist gar nicht, man müsste dann ja zum Beispiel, dann müsste ich Firefox dahingehend modifizieren, dass es laufen die Konfigurationen aus dem LDAP-Pool. Natürlich, die Frage wäre nur, wenn es jetzt so ein Programm gibt, was aus dem LDAP-Pool sein kann. Dann ist das ja kein Problem. Dann kann man das auch irgendwie. Ja, weil dann muss ich nicht den Umweg über die Agenten gehen. Ich kann das beispielsweise als neues Modul integrieren, beziehungsweise muss ich vielleicht gar nicht, weil ich muss dann nur zumindest, dass ich eben die Informationen, was ich da die Variablen jetzt lesen kann, auf den Buch so in LDAP reinschreibe. Und das kann ich jederzeit. Ab jetzt wäre Mittagspause.